Hallo, meine Lieben. Ich möchte dieses Video, diesen kurzen Clip hier vor jeder Jahreslegung einblenden. Hat verschiedene Gründe. Ich möchte mich zuallererst mal ganz herzlich bei euch bedanken. Ich finde es echt heftig, wie dieser Channel ja innerhalb dieses Jahres gewachsen ist. Viele von euch wissen ja, dass ich das noch nicht so lange mache. So ab April, Mai rum, meine ich, war das dieses Jahr, noch dieses Jahr. Und ja, hätte nie gedacht, was für Ausmaße das erreichen könnte. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken für den ganzen Support, für die lieben Kommentare, für das positive Feedback, für die Views, für die Likes, für die Spenden natürlich auch. Hat mich echt überrascht, im positivsten aller Sinne natürlich. Würde mich natürlich auch extrem freuen, wenn es so weitergeht. Ich möchte euch natürlich auch erhalten bleiben, weil mich das erfreut, was ich mache, weil ich das gerne tue. Und ja, hoffe natürlich, dass es auch weiterhin so positiv sich gestalten wird. Deshalb nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch. Diejenigen, die beispielsweise bei mir auch schon ein persönliches Reading buchen konnten, das war ja so im Sommer der Fall dieses Jahr, die wissen, dass ich ja auch da schon gesagt habe, ich halte es für weniger sinnvoll, länger als 6 Monate lang in die Zukunft zu schauen bzw. Prognosen zu ziehen. Ja, da diese Meinung vertrete ich nach wie vor weiterhin. Es spielen eben ja menschliche freien Willen mit rein, die äußeren Einflüsse spielen mit rein, die halt sehr, sehr viel schneller als 6 Monate sich schon ereignen könnten. Deswegen, ja, je länger eine Zeit eben verstreicht, desto mehr kann sich eben auch das Kartenbild und das Kartenblatt verändern und dann eben sich die Situationen und Umstände doch etwas anders gestalten, als sie, ja, in den Wochen- oder Monatsreadings zu sehen sind. Eine Jahreslegung ist da schon etwas ganz was anderes. Dementsprechend und auch geschuldet den ganz vielen Nachfragen, die ich von euch über sämtliche Medien, über die Kommentare Facebook, Instagram erhalten habe, wo mich doch so viele um eine Jahreslegung doch gebeten haben, habe ich mir dann gedacht, ja, okay, machst du halt, ne, so ungefähr. Aber ja, ich habe dementsprechend aber doch mein System etwas abgeändert. Ich möchte das natürlich nach wie vor, und ihr kennt ja meine Readings mittlerweile, so detailliert wie möglich machen. Deswegen möchte ich auch weiterhin natürlich in die Tiefe gehen können, sofern es möglich ist. Deswegen werde ich hier ein etwas anderes System anwenden. Und zwar werden links 6 Karten zunächst einmal sein, rechts 6 Karten zunächst einmal sein. In der Mitte werde ich ganz am Anfang Hauptenergien haben mit den Krafttier-Orakelkarten, die ihr mittlerweile sicherlich kennt. Nicht eine, sondern zwei, weil, na, es ist, erstens mal hat das Jahr doch dann 365 Tage und nicht nur 30 oder 31. Und dementsprechend würde ich da gerne etwas tiefer eintauchen. Weiterhin kläre ich dann jeden Monat bzw. die Karte für jeden Monat mit einer weiteren Karte, um dort eben etwas tiefer reinzugehen oder reingehen zu können. Und um es dann noch detaillierter zu gestalten, und dann kristallisiert sich womöglich schon raus, ob es für euch resoniert oder nicht, liebe Leute, könnt ihr auch gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen, wenn ihr möchtet, wo ich dann quasi noch einmal die einzelnen Monate mit 3 weiteren Klärungskarten vertiefe. Um die Videos so, ja, die Videos würden sehr, sehr lange dauern, wenn ich das jetzt wirklich Schritt für Schritt, so wie meine Monatslegungen oder die Halbmonatsreadings halt durchgehen würde, würde das Video, was weiß ich, 2 Stunden gehen oder so. Deswegen werde ich zwar zeigen, wie ich die Karten mische und hinlege, das allerdings aber auch im Fast Forward. Also ich werde dann, ihr werdet sehen können, wie ich hier in einem rasanten Tempo die Karten mische. Wundert euch nicht, ich habe keine Superkräfte erlangt, aber ja, ich lasse das Video einfach an der Stelle etwas vorspulen, bis ich dann zur eigentlichen Deutung komme. Und ab da geht das Ganze wie gewohnt dann seinen Weg. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, weiterhin auf eure Unterstützung. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Hoffe, ihr habt Freude an dem Video. Hoffe natürlich, es resoniert mit so vielen wie möglich. Und ja, dann wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles 2021. Einen guten Rutsch, wie man sagt, kommt gut rüber, wie man in Franken, glaube ich, sagt. Ich weiß es nicht sicher. Wünsche euch sehr viel Gesundheit, anhaltendes Glück, definitiv Erfolg in allererster Linie. Und dann hoffe ich auch, dass wir uns im neuen Jahr wiedersehen werden, meine Lieben. Und jetzt viel Spaß beim Video.
So, hallo liebe Wassermänner. Eure Karten liegen auf dem Tisch. Ihr habt gesehen, wie ich in meisterhafter Geschwindigkeit, habe ich nicht wirklich, aber ja. Ich sehe hier ein sehr durchwachsenes Jahr, liebe Wassermänner. Ich denke, jedes Jahr hat das so an sich, dass es Höhen und Tiefen gibt. Definitiv sehe ich hier in der ersten Halbjahreszeit eine gewisse beziehungstechnische Angelegenheit, möglicherweise sogar hier mit einem Menschen hier, den ihr schon länger nicht mehr in eurem Leben präsent habt. Das kann sehr, sehr gut sein. Definitiv hier zwei Zeitkarten, die eher auf die Vergangenheit, auf die Nostalgie hinschließen würden. Fünf der Kelche auf Liebenden, das ist Trauer, das ist Reue teilweise auch. Aber hier auch etwas Plötzliches in Sachen König der Münzen mit Turm hier. Bin ich sehr gespannt, was das sein könnte. Ich meine eher, dass es hier doch etwas um die Arbeit geht, liebe Wassermänner. Hier hinten sehe ich dann euch in die Stabilität kommen auf jeden Fall. Mit der Schnitzelkarte hier auf den Wagen, das ist schnelle Stabilität, das ist schneller Erfolg, das ist vor allem aber auch erzielter Erfolg. Und das Jahr beginnt relativ instabil und endet sehr, sehr stabil. Das ist so eine Grundaufsage, die ich so aus dem ersten Blick jetzt hier herauslesen kann. Ihr habt hier auch, wie in jeder anderen Legung, die ich jetzt für die Jahresreadings gemacht habe, zwei Krafttiere. Und das erste Krafttier hier, und ich habe diese Krafttierkarte noch gar nicht rausspringen sehen, ist das Krokodil. Finde ich sehr, sehr cool, die Viecher. Ich habe schon mal eins gestreichelt. Das Krokodil hier spricht von Transformation, liebe Wassermänner. Transformation wird hier also groß geschrieben. Und es geht hier um Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Tiefsitzende Wunden finden Heilung. Es geht hier halt so um Heilung in einer Linie, beziehungsweise um Transformation auch. Es geht hier darum, Ängste zu überwinden, Blockaden zu lösen. Und tiefsitzende Wunden, die man definitiv hier sehen kann, schon mal und drauf gespiegelt, 5 Schwerter, 9 Schwerter, ja, das sind definitiv Wunden hier, die sehr, sehr tief sitzen können. Ängste kann ich hier drin auch entdecken, aber die gilt es hier eben zu überwinden mit der Transformation, mit dem Krokodil als eurem ersten Krafttier. Und auch die Gans ist hier ein Krafttier von euch und sie spricht von Zuverlässigkeit. Bleibe dir treu, folge dem, was sich für dich über lange Zeit bewährt hat. Das hat etwas hier mit A, Stabilität zu tun. Das ist das, was ich hier rausführen kann, beziehungsweise assoziiere ich das damit. Beziehungsweise hat das hier mit einer geregelten Ablauf zu tun, mit geregelten Alltag zu tun, könnte man sagen. Beziehungsweise geht es hier auch so, und mir kommt dieser Satz in letzter Zeit ständig in den Kopf irgendwie, never change a running system. Das heißt auf Deutsch, wenn sich etwas bewährt hat, warum es ändern? Es ist also hier sehr zwiespältig, sage ich mal. Auf der einen Seite geht es hier um Transformation und hier geht es eher darum, sich treu zu bleiben. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es hier sehr zwiespältig ist in diesem Jahr, liebe Wassermänner, das für euch ansteht. Und ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass hier eine Transformation eher in der gefühlsmäßigen Schiene kommt. Das sehe ich nämlich hier speziell drin. Und dann eher im finanziellen, arbeitstechnischen, möglicherweise familiären Bereich eine Treue erfolgen soll. Folge dem, was sich für dich über lange Zeit bewährt hat. Ich meine, das ist eher auf den finanziellen Aspekt auszulegen. Und die Transformation eher in Sachen Herzensangelegenheiten hier vorweg gegriffen sein könnte. Da ich sehr zwei sehr gegensätzliche Hauptenergien hier habe, meine ich tatsächlich, dass man das hier aufspalten kann. Und auch allein von den Kartenbildern her sieht das auch schon sehr zwiespältig aus hier. Bedenkt bitte auch natürlich, in einem Jahresreading und vor allem in einem Jahresreading ist Zeit nach wie vor fließend. Rollen können ebenso vertauscht sein natürlich. Euer Jahr beginnt hier mit einem Paukenschlag, hätte ich jetzt fast schon gesagt, dem Gericht, der Gerichtskarte hier. Es hat hier etwas mit einer Auferstehung, mit einer Auferweckung zu tun. Es ist sowas wie Ruf des Schicksals, sagt man auch sehr, sehr gerne, beziehungsweise hat das etwas definitiv mit einer Erkenntnis zu tun. Eine Erkenntnis komme ich darauf, weil ich hier auch den Pagen der Münzen darauf geklärt habe. Das ist eine Lernfleißkarte. Das ist der Azubi, das ist der Neuling, der Lerneifrige, der Wissbegierige und der Neugierige auch. Und ich meine, es handelt sich um eure Energie hier, liebe Wassermänner. Ich meine, ihr seid stets bedacht, euch selbst zu verbessern, beziehungsweise seid ihr von Natur aus sehr wissbegierig, liebe Wassermänner. Jedenfalls
Die meisten, und das ist ein für Luftzeichen typischer Aspekt, besonders auch für Wassermänner, dieser Wissensdurst, dieser Wissenseifer auch, wird oftmals von euch speziell an den Tag gelegt. Es kommt natürlich auch auf jeden Menschen individuell drauf an. Nicht jeder Wassermann ist jetzt neugierig und wissbegierig, ne? Aber jedoch die meisten. Und ich meine, ihr seid hier sehr offen gegenüber, ja, eigentlich Alltäglichem, könnte ich mir vorstellen. Ihr seid hier wirklich eifrig am, ja, herausfinden wollen, was so einen bestimmten Aspekt angeht. Es könnte sehr, sehr gut sein, dass ihr euch für ein bestimmtes Genre beziehungsweise für eine bestimmte Arbeit, für eine bestimmte Nische sehr interessiert. Es kann auch jetzt natürlich schon sein, es kann hier auch aber erst hier potenziell auch im Januar kommen, dass ihr, was ein bestimmtes Ereignis angeht, sehr wissbegierig sein könntet. Das könnte hier in Form von, ja, der Arbeit womöglich sein. Ich habe hier den Parschen der Münzenergie. Es kann sich sehr, sehr gut hier um Fortbildung handeln. Es kann sich hier aber auch um das Erweitern des Wissensschatzes handeln, liebe Wassermänner. Ich kann mir hier vorstellen, dass ihr hier in einem bestimmten speziellen Bereich, und bitte beachtet, es ist natürlich ein allgemeines Reading und dieser spezielle Bereich kann jetzt für einen seine eigene Arbeit sein. Für den anderen ist das ein ganz bestimmtes Metier vielleicht. Für den anderen ist das vielleicht, ja, Tarotkarten an sich, das kann hier wirklich sehr, sehr vieles sein und ist auch sehr vielschichtig anzusehen. Definitiv habt ihr hier wachsendes Interesse, welches hier plötzlich geweckt wird. Plötzliche Erweckung hier, ich sehe es auch mit dem konjungierenden Turm, ebenso, dass etwas von heute auf morgen euch ins Auge sticht sozusagen. Ihr seid da irgendwie interessiert daran, ihr seid da vielleicht auch sofort irgendwie gefangen. So eine Art, ja, nicht nur eine Intention, sondern schon fast eine Affinität eigentlich zu etwas zu entwickeln. Wie gesagt, zu was Bestimmtem. Allgemeines Reading, ich kann es nicht wirklich noch tiefer vertiefen, dass ich hier sagen könnte, irgendwie, ihr habt jetzt total Lust, eure Kochkünste zu intensivieren. Das sind alles solche Beispiele, ne? Es kann natürlich für jeden von euch etwas anderes sein. Wichtig und nicht von der Hand zu weisen ist hier, dass ihr durch einen Schutzengel hier gleich von Anfang an des Jahres behütet seid, liebe Wassermänner. Ein Schutzengel, der in dem Gericht hier markiert ist, bedeutet Schutz. Er bedeutet auch göttliche Führung bzw. auch schicksalshafte Führung, je nach Weltanschauung natürlich, ne? Dass man hier auch auf Hilfe von oben sozusagen zählen kann, dass das, was ihr da tut, richtig ist, dass es der richtige Weg ist. Ich habe auch die Rat der Schicksalskarte in dieser Legung vertreten. Das heißt, es ist alles zielführend hier. Und ich habe weiterhin hier einen Engel und ich habe hier in den Liebenden einen Engel. Ihr seid also behütet auf eurem Weg. Ihr könnt euch auf euch selbst und aber auch auf Unterstützung durch vielleicht die seelische Ebene, durch die geistige Ebene, die göttliche Ebene, wie auch immer man das ansehen möchte, liebe Wassermänner, könnt ihr darauf zählen, dass ihr hier behütet seid. Ja, fünf der Schwerter und die neun der Schwerter darauf geklärt. Bei den fünf der Schwertern handelt es sich oftmals um einen Kampf, der ausgetragen ist oder gerade ausgetragen wird, der nach außen hin einen Anschein birgt, der ja darauf hinzuschließen vermag, dass alles in Ordnung ist im Prinzip. Und hinter den Kulissen ist hier absolut nichts in Ordnung. Es gibt hier einen bestimmten Aspekt und ich könnte mir hier sehr, sehr gut mit der Spiegelung der Liebenden auf die fünf der Schwerter bzw. auf die neun der Schwerter und nebenliegende Triggerkarte, die zwei der Kelche hier, könnte ich mir vorstellen, dass es der liebestechnische Bereich ist. Eine Partnerschaft, eine Beziehung, je nachdem, das kann unterschiedlich sein, scheint hier nicht so ganz richtig zu laufen. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Es könnte eine kürzlich erfolgte Trennung dem vorausgehen, das wäre gut möglich. Vor allem hier mit den fünf der Münzen auf die zwei der Kelche gespiegelt hier, ist das hier ein klassisches Verlassen einer Beziehung. Kann der Hintergrund von einigen von euch sein? Natürlich nicht für jeden von euch, liebe Wassermänner. Es ist hier nur sehr, sehr deutlich herauszufinden, dass ihr euch potenziell sehr, sehr viele negative Gedanken über etwas Liebestechnisches macht, was in der Vergangenheit, das ist die Blickrichtung hier dieses Menschen, und auch hier unten zwei starke Vergangenheitskarten habe ich vertreten, passiert ist. Das kann natürlich für den einen was Höheres sein, für den anderen etwas Niedrigeres sein. Kann sich um eine freundschaftliche Beziehung hier handeln, kann sich auch um ein Familienmitglied oder einen Freund, einen ganz normalen Freund eben handeln, mit dem es vielleicht in die Brüche ging, vielleicht aber auch Streitereien hervorgingen. Für andere von euch kann es schon was Höheres sein. Eine Partnerschaft, vielleicht sogar eine Ehe, sehr, sehr gut möglich. Definitiv scheint hier in der Vergangenheit, und das kann länger her sein,
wie jetzt die drei der Stäbe sagen würde, auf die sechs der Kelche hier unten geklärt, dass es hier definitiv eine lange Zeitspanne, die dadurch abgedeckt werden könnte. Kann hier wirklich Jahre zurückliegen auch sogar. Dementsprechend habt ihr oder euer Gegenüber hier aus dieser Beziehung noch anhaftende negative Gedanken. Andere oder einige von euch, würde ich sogar sagen, können sich hier selbst das nicht verzeihen, was in der Vergangenheit passiert ist. Es kann sich auch sehr, sehr gut um euren Gegenüber hier handeln, möglicherweise. Ich spreche auch in Jahresreadings nicht von Sternzeichen, die hier auftauchen. Es ist, und ich brauche hier gar nicht weiter rumschauen, es ist definitiv so, dass ich in jeder Jahreslegung jedes Sternzeichen vorhanden habe. Bei so vielen Karten ist das natürlich auch nichts Ungewöhnliches. Deswegen bitte nicht darauf versteifen, falls ich hier doch mal die ein oder anderen Sternzeichen, wie jetzt hier zum Beispiel Zwilling sagen würde oder Schütze oder ihr, liebe Wassermänner, ne? Bitte nicht darauf versteifen. Auch in den monatlichen Readings bitte nicht. Ich sage es jedes Mal, es wird trotzdem getan. 9 der Schwerter auf 5 der Schwerter. Selbstmanipulation bzw. Reue, Zweifel, Selbstzweifel, Selbstvorwürfe. Das ist hier alles auf einen Menschen bezogen. Entweder wirft sich das dieser Mensch selbst vor oder der jeweilige Gegenüber wirft jenes diesen Menschen vor, aus der Vergangenheit stammend. Auf jeden Fall geht es hier um Vorwürfe. Vorwürfe gedanklicher Natur. Ich habe hier auch keine Kommunikationskarten, deswegen sagt es mir, dass man das auf mentaler Ebene macht. Wenn man sich hier Vorwürfe macht oder wenn man jemandem etwas vorwirft, liebe Wassermänner, ist man generell nicht dazu in der Lage, mit etwas abzuschließen. Etwas zu akzeptieren vermag, wie das Wort schon sagt, Akzeptanz. Ne? Das ist schon mal das Erste, beziehungsweise gilt es hier auch, die Gewichtung zu finden. Die Gewichtung dahingehend, wie nah man etwas an sich ranlässt. Ja? Es gilt hier im Prinzip, wenn man diese Ängste, diese Zweifel, diese Reue vielleicht auch sogar, kann natürlich sein, überwinden möchte, gilt es im Prinzip die ganzen Gedanken, aber auch die Gefühle nochmals hochzuholen und sie dann wirken zu lassen. Nur dann schafft man es wirklich, so etwas wegzubringen sozusagen, beziehungsweise zu überwinden, in Heilung zu bringen. Das hier ist eine, ja, ich schaue mir gerade das Krokodil hier an, tiefsitzende Wunden finden Heilung. Da sind auf jeden Fall die tiefsitzenden Wunden gezeigt und die Heilung scheint wohl etwas später erst zu kommen. Ich würde sagen, hier sogar. Aber ich meine nicht, dass es hier euren Alltag ziert, dass ihr jeden Tag mit solchen negativen Gedanken hier umherwandert, liebe Wassermänner, beziehungsweise jede Nacht eine schlaflose Nacht ist. Das kann hier, wie gesagt, auch für euren Gegenüber oder vielleicht sogar auch für euch beide stehen. Die zweite Kelche hier spricht von jener Beziehung, die ich meine, in der Vergangenheit schon bei euch, bei den ein oder anderen von euch hier aktiv zu haben. Und mit der Konjunktion zu den 9 der Schwertern und zu den 6 der Kelchen kann das für einige von euch sogar eine Seelenpartnerschaft gewesen sein. Beziehungsweise etwas Ähnliches in einer ähnlich hohen Gewichtung. Ich habe hier 6 der Kelche, 9 der Schwerter, 2 der Kelche. 2 Kelche, 6 der Kelche, starke, starke Beziehung, ne? Hohe, hohe Gewichtung auf jeden Fall, beziehungsweise Seelenpartnerschaft war es im Prozess, dass es hier diese Ranghöhe, aber die 9 der Schwerter sind in der Mitte und das heißt Zweifel, Ängste, Sorgen, schlaflose Nächte, Albträume, Reue, das volle Programm sozusagen. Ich meine, wenn ihr hier mit einer Person zusammen seid und es läuft nicht wirklich gut, ist das hier dargestellt. Definitiv bin ich mit den 6 der Kelchen in der Konjunktion bei einer vergangenen Beziehung oder Partnerschaft, liebe Wassermänner. Mit dem Ritter der Schwerter darauf geklärt, handelt es sich auch teilweise um Kommunikation und Nachrichten. Einige von euch sind mit diesem Menschen noch in Kontakt. Es kann sehr, sehr gut sein mit dieser Erklärung hier, dass ihr eine Freundschaft pflegt, beziehungsweise aber auch miteinander umgehen müsst. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein, wenn hier zum Beispiel Kinder im Spiel sind, ja? Oder ihr vielleicht doch noch zusammen wohnt, vielleicht aber auch gerade in einer Trennungsphase seid. Das kann hier alles sehr, sehr gut darauf hindeuten. Natürlich nicht für jeden von euch, liebe Wassermänner. Ich meine aber, für viele von euch gilt es hier etwas, was damals gesagt oder getan wurde. Zu bereuen kann sein oder jemanden vorzuwerfen und deswegen nicht darüber hinwegkommen kann. Dieser Ritter der Schwerter, ich sehe euch hier drin, liebe Wassermänner, es ist die Hofkarte im Luftzeichen. Ich sehe euch, wie gesagt, drin, wie ihr hier auf diese 9 der Schwerter schaut. Das ist eine Fixierung eines Menschen, der hier negativ behaftet ist. Durch diese Fokussierung würde ich hier teilweise sogar schon von
Depression reden. Das muss tatsächlich nicht für jeden von euch der Fall sein. Einige von euch könnten in eine Art Depression, dann würde ich es aber wirklich als einen sehr schlechten Gemütszustand umschreiben, könnten hier mal verfallen, mal nicht. Das ist hier tatsächlich schwankend, so wie ich es wahrnehme. In einer tiefen Depression dürften hier die meisten von euch nicht stecken, liebe Wassermänner, aber es gibt definitiv Tage und Zeiten, in denen ihr wirklich euch am Boden fühlen könntet. Dieser Umstand, wie gesagt, aber schwankend. Es wird auch Tage geben, an denen ihr eigentlich, ja, es euch an nichts fehlt, liebe Wassermänner. Ich meine, es gilt hier darum, Gesprochenes oder Getanes aus der Vergangenheit entweder sich selbst oder jemanden zu verzeihen. Kann hier so rum oder so rum sein. Das hier ist auch gerne von mir genannt der Brechstangen-Bernhard hier. Das ist ein Hitzkopf teilweise. Das ist hier jemand, der schon etwas lauter werden kann, einen schärferen Ton anwenden kann. Kann sich hier tatsächlich um Streitereien handeln, vielleicht um heftige Diskussionen, vielleicht auch um große Vorwürfe, teilweise sogar ungerechtfertigte Vorwürfe. Und das ist alles anhaftend, aber auch eben ja, ausschlaggebend für eine derzeitige Gemüts- bzw. mentale Lage. Oftmals hier, wie gesagt, Zweifel, vielleicht auch Reue, womöglich Selbstzweifel oder eben Vorwürfe jemanden anderen gegenüber, dass man eben hier jemanden etwas nicht verzeihen kann. Drei der Stäbe auf sechs der Kelche. Zwei klassische Vergangenheitskarten bzw. zwei Karten, die auf eine gewisse Zeitspanne hindeuten. Liebe Wassermänner, einige von euch dürften diese, ja, ich denke, es ist eine zerbrochene Beziehung oder Partnerschaft hier, die eben noch eure Mentalität nicht Tag für Tag, aber immer mal wieder beeinflusst hier. Und es wird hier wohl potenziell auch noch ein bisschen so weitergehen, bis das Ganze ins Reine kommt. Wie auch schon gesagt, es kann sich bei eurem Gegenüber um genau das Gleiche hier handeln. Mit den drei der Stäben ist hier definitiv eine Person dargestellt, die nach links in die Vergangenheit schaut. Sechs der Kelche, eine klassische Nostalgiekarte. Ich meine, es liegt hier definitiv eine Beziehung in der Vergangenheit, die oder deren Zerwürfnis jetzt noch mentale Nachwirkungen mit sich bringt. Kurz erklärt. Drei der Stäbe ist aber auch eine Art Zuversichtlichkeit, eine Erwartungshaltung in manchen aller Fällen, beziehungsweise ist hier drin auch Optimismus zu sehen. Einige von euch dürften hier wirklich schon sehr weit fortgeschritten sein, was Verzeihen angeht, und das ist global anzusehen, entweder jemanden etwas zu verzeihen oder sich selbst etwas zu verzeihen, beziehungsweise diese negativen Gedanken nicht so nah an sein Herz heranzulassen mehr. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das für einige von euch so rum der Fall ist. Für andere von euch sind im Prinzip immer noch in diesem, ich sag mal, Reueprozess oder in eben diesen Gefühlslagen hier, dass man jemandem etwas nicht verzeihen kann, dass der Schmerz noch zu tief sitzt, als dass man ihn überwinden könnte. Aber genau darum geht es ja auch in der weiteren Entwicklung. Die Liebenden, das ist ganz klar eine Herzensentscheidung, beziehungsweise ist ein Paar dargestellt. Und mit der Spiegelung auf die 5 der Schwerter kann es auch sehr, sehr gut sein, dass hier ein falsches Spiel getrieben wurde. Dass hier jemand eventuell untreu war, dass jemand vielleicht ausgenutzt wurde, sich vielleicht auch benutzen hat. Ne? Das kann so rum oder so rum sein. Ja, und das ist dann wirklich eine, ich sag mal, toxische Verbindung gewesen, vielleicht auch eine karmische Verbindung, hatte definitiv aber auch etwas mit einer Lernaufgabe zu tun, mit der Spiegelung auf das Rad des Schicksals hier sehr, sehr deutlich. Und in dieser Lernaufgabe bzw. in dieser karmischen Verbindung kann man sich teilweise hier auch immer noch befinden, liebe Wassermänner. Einige von euch stecken da mittendrin, das kann sein. Andere von euch sind kurz davor, das mit abzuschließen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mit den 5 der Kelche ist hier jene Reue, jene Trauer aber auch dargestellt, die hier mit der Spiegelung auf die 9 der Stäbe auch nochmal signalisiert wird und verdeutlicht wird. Viele von euch dürften sich vielleicht auch sehr, sehr frisch aus einer Partnerschaft getrennt haben. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, denn dann sitzt dieser Schmerz hier zumeist am tiefsten. 5 der Kelche hat aber auch etwas mit dem falschen Fokus zu tun, liebe Wassermänner. Der falsche Fokus, diese Frau hier hat ihren Blick auf 3 verschüttete Kelche und sieht 2 gefüllte Kelche nicht. Das heißt im Prinzip, man konzentriert sich hier auf die negativen Ereignisse, negative Seiten einer ganz bestimmten Beziehung oder Partnerschaft hier
und sieht die positiven Aspekte nicht. Die positiven Aspekte können ebenso innerhalb dieser Partnerschaft liegen, sie können aber auch im Umfeld liegen, ja? Das können hier andere Personen sein, die sich um euch kümmern, sich um euch sorgen. Es können Familienmitglieder sein, die stets für euch da sind. Das können sehr, sehr gute Freunde sein, die euch im Prinzip immer den Rücken stärken. Das kann hier sehr, sehr gut sein. Definitiv kann es hier für einige von euch sein, dass ihr hier einen falschen Fokus habt. Konjungierend mit diesen Liebenden hier, mit der Herzensentscheidung, habe ich einen Pagen und einen König der Münzen. Das kann hier eine Hofkarte im Erdzeichen, das kann ein Erdzeichen sein, muss kein Erdzeichen sein. Oftmals sehe ich hier auch Freunde und Familienmitglieder drin. In diesen Karten eben, in den Münzhofkarten sehe ich oftmals Freunde, Familie, teilweise auch Arbeitskollegen. Das hier könnten jene Freunde sein, die jene zwei angesprochenen Kelche darstellen. Das könnte hier zum Beispiel ein Vater sein, das könnte hier ein Bruder, eine Schwester sein. So etwas in der Art definitiv möglich. Dann habt ihr in eurem Umfeld auf jeden Fall Personen, die sich um euch kümmern, die euch definitiv wertschätzen, hochgewichten, die für euch da sind, denen ihr euch auch anvertrauen könnt. Ja? Kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass das hiermit signalisiert ist mit dem falschen Fokus. Dennoch muss ich hier abtrennen, liebe Wassermänner, denn ich meine, es geht hier nicht um eine ganz bestimmte Person in eurem Umfeld, liebestechnisch bezogen. Ich meine, das hier ist etwas anderes. Denn es kommt hier etwas Plötzliches, etwas Unvorhergesehenes, etwas Schicksalhaftes, nämlich der Turm. Der Turm wird oftmals negativ gedeutet. Ich sehe ihn in diesem Aspekt hier ebenso, muss ich sagen, negativ. Die resultierenden Karten daraus, der König der Münzen, die Fünf der Münzen, die Sechs der Schwerter, sehe ich eher negativ an, liebe Wassermänner. Und ich meine, dieser Turm hier kann mit einem festen Fundament zu tun haben. Der Turm hier auf die Spiegelung mit den Vier der Stäben. Die Vier der Stäbe, muss ich kurz erklären, stellt ein festes Fundament eben dar. Das kann die Familie sein, das kann der Freundeskreis sein, das kann die Arbeitsstätte sein oder eben ein Beziehungsvertrag, sage ich jetzt mal. Wenn ich sage Beziehungsvertrag, heißt das für mich entweder eine Partnerschaft oder sogar noch höher eine Ehe. Das ist hier oftmals eine Ehe- oder Hochzeitskarte. Mit dem Turm hier passiert etwas Plötzliches und liebe Wassermänner, wenn ihr euch hier in einer Ehe befindet, könnte das etwas bröckeln zu dieser Zeit. Ich sage es euch so, wie ich es da liegen habe, ne? Aber ihr könnt dem natürlich auch entgegenwirken, wenn es sich für euch so vielleicht sogar stimmig anfühlt und ihr dem natürlich entgegenwirken möchtet. Denkt bitte dran, es existiert nach wie vor der menschliche freie Wille. Und das sind momentane Energien hier. Ja? Das kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit, aber dann mit eurem Zutun, weil ihr habt euer Schicksal selbst in der Hand, jeder hat das, könnt ihr das natürlich auch wieder ändern. Ich sehe es potenziell hier so für einige so kommen, dass falls ihr in einer festen Verbindung seid, dass hier das Vertrauen vielleicht gebrochen werden könnte, beziehungsweise es an Stabilität sozusagen fehlen wird, durch äußere Einflüsse, vielleicht auch durch Tun und Handeln eines Menschen, der eben innerhalb dieses Vertrages, und ich denke, ihr wisst, was ich meine, liebe Wassermänner, sich eben befindet. Der König der Münzen hier unten ist eine Person, die in einer negativen Deutung, und ich kann sie hier negativ deuten mit diesen Triggerkarten hier, beziehungsweise auch mit der Spiegelung hier, ist das eine Person, die oftmals egoistisch sein kann. Das ist eine ich-bezogene Person in vielen aller Fällen. Das ist eine Person, die sehr materialistisch denkt. Daran ist jetzt nicht unbedingt etwas verkehrt, aber das kann hier auch ein Geizhals sein, zum Beispiel. Das kann eine arrogante Person sein, beziehungsweise jemand, für den die Arbeit das Allerhöchste ist. Und ja, er auch dann gerne mal die Gefühle außen vor lässt, wenn das Finanzielle stimmt sozusagen. Das ist so eine Person hier. Es kann sich um eine solche Person handeln, das muss es nicht. Definitiv bekomme ich hier eben eine Person rein, mit der ihr hier einen potenziellen Turmeffekt erzielen werdet. Wenn das hier nicht für euch partnerschaftlich resoniert, und das würde sich spätestens dann hier herauskristallisieren, falls ihr hier in einer Partnerschaft seid, ist das eher hier auf ein Fundament bezogen, welches beginnt zu bröckeln. Wenn nicht, liebe Wassermänner, ist das hier eine arbeitstechnische Situation, denn dann ist das hier der Vorgesetzte, der Chef, der Geschäftsführer oder eben ein Arbeitskollege. Weiterhin habe ich hier die Fünf der Münzen und die sprechen hier von einem finanziellen Wertverlust.
Liebestechnische Angelegenheit, wäre das tatsächlich das Scheitern einer Beziehung? Muss ich auch so deutlich sagen. Wie gesagt, menschlicher freier Wille bitte im Hinterkopf behalten. Ihr habt hier alle Möglichkeiten, das zu verhindern, indem man sich hier wirklich auch darauf gefasst macht. Man weiß, jeder weiß wahrscheinlich selber, wie man eine Beziehung auch retten kann, natürlich. Ich sehe es hier für die meisten von euch, liebe Wassermänner, tatsächlich aber arbeitstechnisch resonierend. Aber dahingehend dann auch eher im negativen Sinne. Fünf der Münzen ist nämlich auch eine Armutskarte. Fünf der Münzen heißt Wertverlust, heißt Geldverlust, ist auch eine klassische Verlassenskarte, aber ich bin hier sehr, sehr nah beim Geldverlust. Mit den Sechs der Schwertern darauf geklärt, kann ich mir gut vorstellen, dass es sich hier vielleicht um ja, Zeiten geht, in denen man sich der aktuellen wirtschaftlichen Lage zu der Zeit hier anpassen muss. Das kann natürlich durch eben äußere Einflüsse sein, das kann durch Geschehnisse, was sogar die ganze Welt vielleicht betrifft, in Klammern Corona, Klammer zu, ne, kann das ja sein. Vielleicht ist hier definitiv noch etwas zu klären, was vielleicht ins Geld gehen könnte. Das kann im privaten Bereich genauso sein wie aber auch im arbeitstechnischen Bereich. Ich sehe hier definitiv Geldprobleme oder Wertverluste, liebe Wassermänner. Das kann, wie schon gesagt, euren eigenen Geldbeutel betreffen. Das kann aber auch, und so meine ich, resoniert es hier eher mit dieser Spiegelung hier, die Arbeitsstätte an sich betreffen. Es kann hier mit den sechs Schwertern auch sehr gut sein, dass hier einige vielleicht kündigen, in Rente gehen, vielleicht auch, wie sagt man da, wie ist denn da das Fachwort, diese Reduzierungsmaßnahmen da. Ne, also, dass man Leute entlassen muss, sozusagen. Es gibt einen Fachbegriff, der fällt mir gerade nicht ein, aber so etwas in der Art ist hier quasi dargestellt. Eventuell versucht man hier auch seinen Standort zu wechseln, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Viele von euch, liebe Wassermänner, sehe ich aber auch in einer sehr anderen Energie und das ist dann eher positiv, ehrlich gesagt, auszulegen, nämlich, dass man hier einen Jobwechsel in Betracht zieht. Das kann auch innerhalb einer gewissen Firma sein, dass man hier sich vielleicht etablieren möchte. Ne? Kann möglich sein auf jeden Fall. Beziehungsweise sehnt man sich hier nach Abwechslung. Man sehnt sich nach etwas Neuem, etwas Frischem, etwas, was nicht dem alltäglichen Alltag entspricht hier. Das kann ich hier rauslesen und mit dem konjugierenden Rat des Schicksals setzt ihr damit etwas in Bewegung. Das hier dreht sich immer in die richtige Richtung, das Rad des Schicksals. Und das mit den sieben der Münzen darauf geklärt, kann darauf hindeuten, dass das schon teilweise überfällig ist. Es ist hier eine Ausdauerkarte, eine Geduldskarte. Es ist hier auch wieder mit Münzen bespickt hier. Und dieser Mann hier hat seinen Strauch mit seinen Früchten quasi bestückt, beziehungsweise diese ausgesät und möchte nun die Ernte einfahren. Das hier ist eine Gewinnerzielung oder eine Erfolgserzielung, die auf sich warten lässt. Und das teilweise mit einer klassischen Zeitkarte darauf geklärt, kann das sich hier schon ewig gezogen haben, dass man hier investiert hat, investiert hat, investiert hat und es kommt einfach kein Gewinn rüber. Ne? Kann auch etwas wie Aktien sein, kann auch eine Investition sein, vielleicht eine Immobilie möglich. Oder es ist euer Engagement an der Arbeit hier dargestellt, welches einfach nicht ja, wertgeschätzt bzw. adäquat honoriert wird, liebe Wassermänner. Ich bin hier sehr, sehr stark im finanziellen bzw. arbeitstechnischen Bereich, der hier potenziell schon beginnt zu wanken, wenn es sich hier nicht um eine partnerschaftliche Verbindung handelt. Das kann wirklich hier 50-50 sein. Auch mit diesen beiden gegensätzlichen Energien kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Turm hier eine Partnerschaft für einige von euch, für andere von euch, das arbeitstechnische Umfeld betrifft. Mit den sieben der Münzen heißt es aber auch, ja, Veränderungen in Betracht zu ziehen, beziehungsweise, wie sagt man da, der Drops ist gelutscht, sagt man, glaube ich, auch manchmal. Zu einem gewissen Zeitpunkt und vor allem, wenn man sehr viel Energie, sehr viel Herzblut, sehr viel Elan und Engagement in eine Sache gesteckt hat und es immer noch nicht sich ausgezahlt hat. Ja, auch hier mit den Spiegelungskarten der Wagen und die 10 der Münzen eben der Erfolg und der Progress hier. Wenn dieser hier ausbleibt, dann kann man oftmals wirklich definitiv nachvollziehen und es ist dann auch potenziell euer Ermessen hier, sich umzusehen nach etwas Neuem. Kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass spätestens hier dann auch die Transformation eintrifft. Diese Zuverlässigkeit, die legt ihr hier eigentlich schon im Laufe des Tages, im Laufe des Jahres an den Tag, so muss ich sagen, aber wahrscheinlich auch mit diesen beiden Karten schon sehr, sehr viel länger.
Einige von euch, vor allem diejenigen, die hier schon über mehrere Jahre im ein und demselben Betrieb sind, wo es irgendwie nicht so ganz das Wahre ist. Wenn ihr dieses Gefühl habt, liebe Wassermänner, dann ist das hier die Zuverlässigkeit auf der einen Seite, aber hier dann auch die Transformation auf der anderen Seite. Denn hier schaut ihr euch potenziell als Narr nach etwas Neuem um. Im Narr seid klassisch ihr dargestellt, liebe Wassermänner. Ihr sehnt euch hier nach Lebensfreude. Ihr sehnt euch hier nach einer Aufgabe im Prinzip. Ja? Einige von euch könnten sich hier auch unterfordert fühlen auf der Arbeitsstätte. Der Narr hier strotzt vor Lebensfreude. Der geht hier auch oftmals gerne Risiken ein und er sehnt sich nach etwas Neuem. Auf zu neuen Ufern, auf zu neuen Gewässern. Diese Energie hier ist hier sehr präsent, potenziell im dritten Quartal hier. Und mit dem Gehängten hier ist einerseits eine Stagnation dargestellt. Das bezieht sich dann wiederum auf die Arbeit, ne, in der man viele Jahre, so nehme ich das hier wahr, wirklich sich treu engagiert hat und ja, immer noch keine Früchte bekommt und durch den Heiligenschein hier unten dieses Umdenken eben stattfindet. Warum sollte man in einer Arbeitsstätte bleiben, in der man sein ganzes Hab und Gut, sein ganzes Herzblut investiert und es einfach keine Früchte trägt, bildlich gesprochen hier? So eine Art von Erkenntnis, so eine Art von Umdenken, mit dem ihr dann eine gewisse Transformation einleitet, ja, kann hier sehr, sehr gut sein, dass ja, einige von euch sich auf zu neuen Ufern machen. Wie gesagt, es kann hier nicht für jeden so hingehend resonieren, aber für viele von euch sehe ich etwas Derartiges anstehen. Denn die vier der Stäbe mit den zwei der Schwertern drauf folgen hier. Vier der Stäbe, ein festes Fundament, eine Basis. Arbeitstechnisch bezogen ist das ja im Prinzip der Betrieb, das Geschäft. Ne? Hier sieht man mit den zwei der Schwertern darauf geklärt, jemanden stark verunsichert, beziehungsweise am Hin und Her überlegen, am Denken, am Unsicher sein, ob man jetzt hier einen Progress anstreben soll oder ob man doch weiterhin verweilen soll. Und hier bin ich auch bei dieser Zwiespältigkeit beider Hauptenergien hier. Einerseits Transformation, andererseits Zuverlässigkeit. Die Transformation hier sehe ich dann eher für etwas Neues, was ich potenziell hier sehen kann, bei einigen von euch. Bei anderen von euch sehe ich hier diese Zuverlässigkeit, folge dem, was sich über lange Zeit bewährt hat. Eine Bewährung über lange Zeit, liebe Wassermänner, sehe ich hier potenziell bei den meisten von euch nicht, beziehungsweise bei vielen von euch nicht. Ist das der Fall, sehe ich euch eher hier auf zu neuen Ufern, auf zu neuen Gewässern machen, was ich spätestens dann auch hier in der Tat sehe. Bei den anderen, wenn es sich hier für euch bewährt hat, und es kann sein, ne, das ist ein allgemeines Reading, jeder hat hier mit unterschiedlichen Situationen zu kämpfen und zu dealen, dann sehe ich euch eher allerdings dort treu zu bleiben, liebe Wassermänner. Okay? Definitiv würden sich hier aber einige von euch Gedanken machen über einen möglichen Jobwechsel, über eine mögliche Reise oder einen Standortwechsel kann das hier auch sehr, sehr gut sein. Viele von euch zieht es in dieser Konjunktion hier aber auch in die Ferne, liebe Wassermänner, was sich gleichbedeutend mit einem neuen Job, mit einem neuen Arbeitsumfeld setzen würde. Zwei der Schwerter Wagen und der Gehängte, die Stagnation, der Drang zum Fortschritt und die Unsicherheit. Ein Nachdenken über einen Jobwechsel beziehungsweise vielleicht sogar eine Selbstständigkeit auch möglich, ne, kann ich mir hier bei allen von euch während dieser Zeitspanne hier sehr, sehr gut vorstellen. Zwei der Schwerter auf vier der Stäbe, das ist hier wirklich etwas, was sich vielleicht bewährt hat, was euch Sicherheiten gegeben hat und es kann sich hier definitiv um einen sicheren Job handeln, aber einen nicht erfüllenden Job handeln. Und ja, dann kommt man sehr, sehr leicht in diese zwei der Schwerter-Modi rein. Mit dem Wagen und den 10 der Münzen ist hier definitiv Fortschritt bis hin zum Erfolg angezeigt. Das hier ist die beste Sparte hier. Das hier ist der beste Monat, der November potenziell hier. Ja? Zeit ist trotzdem fließend. Fortschritt, Schnelligkeit, der Wagenlenker auch, hat auch die Eigenschaft bzw. die Deutungsmöglichkeit, ihr habt hier die Zügel selbst in der Hand, liebe Wassermänner. Ihr dürft entscheiden, in welche Richtung es geht. Wie schnell, wie langsam, links, rechts, bremsen, beschleunigen, alles eure Entscheidung hier. Ihr habt die Zügel hier in der Hand. Und das Schöne ist, wenn auf diesem Wagen hier die 10 der Münzen, die Schnitzelkarte fällt, ja, dann ist es egal, wie ihr euch entscheidet, ihr werdet euch hier potenziell richtig entscheiden. Das sagt auch die konjungierende Gerechtigkeit und ihr werdet hier, je nachdem, was eure Entscheidung ist, euch so lange, ja,
so lange Zeit lassen, bis ihr euch wirklich komplett sicher seid und dann werdet ihr bei dieser Entscheidung auch potenziell bleiben. Das sagt mir diese Konstellation hier, Gerechtigkeit, Wagen, Sechs der Schwerter und der Erfolg gibt euch recht. Ja, ihr werdet euch hier potenziell richtig entscheiden, ob es hier in eine neue Richtung gehen soll oder ob ihr eben euren Prinzipien, euren jetzigen Arbeitsplatz beziehungsweise etwas treu bleibt, was sich bewährt hat eben, ob ihr das hier tut oder ob ihr in die Transformation geht, ja, arbeitstechnisch gesehen. Das ist jedem von euch selbst überlassen. So oder so steht der Erfolg hier an. Okay? Königin der Stäbe. Als Königin der Stäbe sehe ich euch hier, liebe Wassermänner. Es ist auf euch hier gespiegelt und das ist Hartnäckigkeit, das ist Zielstrebigkeit, das ist aber auch Leidenschaft. Feurigkeit auch, temperamentvoll. Einige von euch könnten hier vielleicht aber auch impulsive Entscheidungen treffen. Würde jetzt die Gerechtigkeit auf die Königin der Stäbe geklärt aussagen. Impulsive Entscheidungen stehen hier manchmal an, potenziell gegen Ende des Jahres. Was eventuell spontane Reisen angeht, möglicherweise, weil die Corona-Maßnahmen sollten bis dahin definitiv gelockert sein. Bei den meisten allgemeinen Readings für das Jahr 2021, die ich bisher gemacht habe, habe ich potenziell eine starke Maßnahmenlockerung bezüglich Corona in April gesehen. März, April, Mai rum. Okay? Das nur so am Rande. Einige von euch könnten hier wirklich spontane Reisen übernehmen. Andere von euch könnten hier sagen, ich will jetzt umziehen, ich brauche eine neue Wohnung, ich will ein neues Haus, ich will einen Tapetenwechsel. Das kann hier alles sehr, sehr gut sein. Impulsive Entscheidungen könnten hier für den einen oder anderen anstehen. Egal wie ihr euch entscheidet hier, liebe Wassermänner. Hier diese vier Karten hier, Progress oder eben Stabilität. Das hier oder das hier, Krokodil oder Gans. Und ja, wer da gewinnen würde, ist eigentlich klar. Aber die Entscheidung hier mit Herz, mit Verstand aber auch, ja, das ist hier eine hartnäckige Person, die mir sagt, ihr werdet bei eurer Entscheidung bleiben und der Erfolg, wie schon gesagt, gibt euch recht bei eurer Entscheidung. Die Entscheidung liegt bei euch, liebe Wassermänner, der freie Wille, ne? Ich sage es hier auch gerne noch einmal. Ja, aber es obliegt eben eurer Entscheidung. Ich sehe hier viel Transformation, ich sehe hier aber auch viel Zuverlässigkeit und sich selbst treu zu bleiben, seinen eigenen Prinzipien, seinen eigenen Idealen treu zu bleiben. Und wenn sich hier etwas über einen längeren Zeitraum bewährt hat, so wie hier und hier zu sehen, ist es an euch zu entscheiden, bleibt ihr den treu oder wollt ihr eine Transformation? Beide Möglichkeiten stehen euch potenziell offen hier unten, liebe Wassermänner. Puh, interessantes Reading mit viel Auf und Ab hier. Habe ich so auch bisher noch nicht gehabt bei den bisherigen Sternzeichen, die ich gemacht habe. Ja, im weiterführenden Reading werde ich jetzt jeden Monat nochmal mit drei weiteren Klärungskarten, ja, vielleicht etwas detaillierter reinbekommen. Wenn euch das interessiert, nehmt es gerne wahr. Es ist natürlich kein Muss, liebe Wassermänner. Link wie gewohnt unten in der Infobox. So oder so, ob wir uns gleich wiedersehen oder nicht, liebe Wassermänner, wünsche ich euch ein erfolgreiches, ein gesundes, ein glückliches Jahr 2021. Vielen Dank auch nochmal für die mir entgegengebrachte Wertschätzung bisher von euch. Herzlichen Dank dafür. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn das weiterhin so bliebe im neuen Jahr. Würde mich auch weiterhin natürlich freuen, wenn wir uns wiedersehen, liebe Wassermänner. Und bis dahin, macht es gut.